Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben wurde das Valentinstags-Event bestätigt und es startet schon, falls ihr jetzt zum 10. das tagesaktuell schaut, schon am 11., sprich am Dienstag, den 11. Februar. Ich gehe von 19 Uhr aus. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es einen fetten Patch geben wird. Wahrscheinlich wird das Ganze schon implementiert sein, sodass wir ohne Download das Event direkt starten können. Was richtig geil ist, kann man sich vielleicht auch denken, ein Sondermodus logischerweise, ein Duo-Modus passt zum Valentinstag und das Event geht genau eine Woche. Das ist bis jetzt das kürzeste Event überhaupt. Ich zeige euch mal eben auf der offiziellen EA-Seite, wo ihr euch das auch angucken könnt, was es alles freizuschalten gibt. Das ist nicht viel, aber es ist trotzdem für ein kurzes, einwöchiges Valentinstags-Event richtig geil. Wir springen mal direkt auf die EA-Seite. Als allererstes, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr dieses Nessie-Badget, was ganz cool aussieht. Dann als nächstes seht ihr ja natürlich, gibt es den Duo-Modus und den EP-Boost. Wer das noch nicht mitbekommen hat, seit Season 4 bekommt ihr, wenn ihr einmal täglich Apex spielt, 10.000 Bonus-EP. Und die werden, wenn ihr ein Squad mit einem Kumpel oder einer Freundin oder wie auch immer bildet, bekommt ihr 20.000 statt 10.000. Also könnt ihr in einer Woche mal eben 140.000 Punkte zusammen ergattern. Das ist richtig geil. So, dann gibt es vom 11. bis zum 14. Februar jeweils verschiedene Charms. Der erste Charm ist ein Nessie-Charm, der richtig cool aussieht. Und ein Longbow-Skin, den es wohl schon mal gab, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Und vom 15. bis 18. gibt es den Pathfinder-Charm, so im Armor. Armor? Genau, Armor, der griechische Gott der Liebe. Charm, der sieht auch richtig cool aus. Und noch ein Pathfinder-Frame dazu. Und hier in bewegten Bildern nochmal die Charms. Sorry, ich bin ein bisschen krank. Also die Charms, muss ich sagen, die sehen echt mega cool aus. So, dann haben wir hier noch den Longbow-Skin. In bewegten Bildern, der auch sehr, sehr cool aussieht. So, einmal hier zurück. Und das ist eigentlich alles, was ich euch schon mitteilen wollte. Ihr wisst also Bescheid, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nichts rund um Apex Legends an Informations, Tipps und Tricks und Livestreams verpassen wollt, ich werde morgen natürlich wieder streamen ins Event hinein und am Freitag schon mal Werbung für meinen XXL-Stream. Ich gehe mal davon aus, dass ich so um 17 Uhr starte und bis Open End zocke, wenn meine Gesundheit sich nicht noch unbedingt verschlechtert. Das war's von mir. Wie gesagt, Daumen da lassen, Abo da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend und morgen schönen Start in den Duo-Modus, worauf ich mich wirklich mega, mega freue. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.